Liebe Leute, seid gegrüßt. Hier ist die Lucida und wir spielen wieder eine Runde Transport Fever 2. Ja, während dieser Zug da hinten in der Ferne verschwindet, der Franz, schauen wir hier auf eine Brücke. Ein Novum. Ihr erinnert euch, beim letzten Mal habe ich am Ende eine Brücke bauen wollen oder eine Unterführung eigentlich. Und da ist das Spiel abgestürzt, eingefroren. Ja, ich habe es danach nachgeholt. Und das ist das schöne Stück, ich wollte es euch nicht vorenthalten. Vier Gleise gehen unten drunter durch. Ja, ich hätte jetzt hier, also wenn ich der Architekt wäre, der Statiker, hätte ich hier noch ja, ein weiteres Pfeiler dazwischen gebaut, aber bin ich natürlich nicht. Ja, liebe Leute, heute geht es weiter. Erstmal wollte ich nochmal hier auf die magische Kreuzung zurückkommen. Wo ist sie hier? Ja, da haben Hans Bastler und Gen Goat mir einen weisen Rat erteilt und gesagt, ich soll ja auf die gleichen Steigungen achten. Das könnte das Problem sein, dass es hier, man sieht es hier, nicht zusammenpasst. Das eine Gleis wird von dem anderen überlagert. Und mir ist eingefallen, auch God Dry hatte hier gesagt, im Debug-Modus gibt es ja diese Lanes, die man sich einblenden kann. Ich denke, ich halte das Ganze jetzt mal an und werde hier nochmal ganz kurz ein bisschen rumprobieren. Und wenn es funktioniert, ist gut. Wenn nicht, dann lasse ich es halt in Gottes Namen. Ich bin gespannt, mal gucken, ob man hier irgendwas noch verbessern kann. Ja, hier sind diese Punkte irgendwie versetzt. Also ich weiß immer noch nicht wirklich, was diese Punkte hier bedeuten. Hier sind sie schon eher gleich. Komisch. Ob das daran auch liegen könnte? Also hier sind sie eigentlich überall. Nee. Durch die Kurven werden sie irgendwie versetzt. Hier ist sogar ganz was Komisches im Gange. Zwei so Punkte. Oh Gott, ich bin ja froh, dass hier überhaupt irgendwas funktioniert, so wie das aussieht. Ja, die Straßen sehen deutlich besser aus. Na gut, also probieren wir mal irgendwas mit diesen Punkten und mit den gleichen Steigungen hier. Ich denke, wir fangen von hier aus an. Das ist schon mal kein gutes Zeichen. Na gut, das Gleis war sowieso nie das Problem. Ja, also ich würde jetzt eigentlich bei diesen Punkten ansetzen, aber wenn die hier so versetzt sind. Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht, was mit diesem Punkt ist. Ha, jetzt geht's tatsächlich. Es muss eine Art Vorführeffekt sein oder sowas. Jetzt geht's. Und ich habe nicht mal was an den Steigungen gemacht. Gen Goat. Der Gleisbau bleibt weiter mein Sargnagel. Also, ich verstehe es einfach nicht, was da los ist. Na gut, manchmal geht's eben nicht. Ja, gut. Trotzdem vielen, vielen Dank für den Hinweis mit diesen Steigungen. Ich werde aber in der Zukunft darauf achten und hoffentlich nicht mehr so viele Probleme damit haben. Sonst hätte ich das hier nicht wieder angefasst und mich dafür stattdessen geärgert, dass es hier so schlecht aussieht. Ja. Ob das Ganze hier viel bringt mit diesem Abzweig hier rüber, um diese Strecke so ein bisschen zu entlasten. Man weiß es nicht, aber theoretisch schon. Wie lang sind so Züge? Oh, Mist. Die sind länger als diese Strecke hier. Ja, ich hätte gerade überlegt, die können ja so ein bisschen als Abstellgleis dienen. Wenn hier gerade was unterwegs ist, dann kann der Zug bis hier vorfahren. Aber im Moment wird es so sein, wenn es ein langer Zug ist, dass dann hier eben hinten die Waggons noch draufragen und dann ist das Ganze ja auch wieder nicht gut. Mal gucken, was hier für ein Zug unterwegs ist. Ja, der ist ja schon. Ja, der ist auch wirklich schon sehr, sehr lang. Dann setze ich mich jetzt doch nochmal dran und mache einfach dieses Gleis hier, dieses Ausweich, Abbiege, Wartegleis hier ein bisschen länger, bis vielleicht hier oder sowas. In der Hoffnung, dass es nicht allzu doof aussieht. Ja, wir sehen uns gleich. Ja, jetzt haben wir wieder hier Gelegenheit, das zu trainieren mit diesen Steigungen. Ja, hier geht's. Ich bin zwar nicht so der große Fan, jetzt hier so viele Strecken, so viele Gleisstrecken nebeneinander zu haben, aber es dient ja. Oh! Nein! Es dient ja der Effizienz. Also hier ist alles gut. Hier ist die Sache verbesserungswürdig.
Meine Güte. Also, ja, gleiche Steigung. Ein ausgezeichneter Test. Ja, es funktioniert tatsächlich hier auf gleicher Höhe. Na, nicht ganz. So wird's gehen. Wenn er ein bisschen sogar nach oben fährt. Ach so, okay, klar. Hier ist ja eine Steigung nach da oben. Und hier soll die Steigung fortgesetzt werden. Klar, jetzt verstehe ich das. Das ist natürlich wirklich überaus unschön, wenn ich jetzt hier nach oben fahren muss. Na gut, das hier hat Vorrang. Machen wir das eben hier richtig. So. Und wir haben genug Platz, genug Zeit, um mal wieder runterzukommen. Meine Güte. So viel dazu, nur mal ganz kurz noch sich ransetzen. Das ist eigentlich immer so, wenn ich sage, ich will nur ganz kurz hier schnell was machen, dann ist es eher nicht ganz kurz schnell. Ja, aber wir sind ja hier nicht auf der Flucht und haben keine Eile. So, jetzt haben wir das Ding aber ein für alle Mal in Ordnung gebracht, hoffe ich. Ja, und der Zug müsste da genug Platz drauf haben. So, ja, hier müsst ihr auf jeden Fall drauf passen und jetzt kann er hier warten, wenn da Gegenverkehr ist und steht niemand im Weg. Also, ich denke, das war eine gute Idee, das so noch zu ändern. Gut, aber das soll natürlich nicht das Hauptthema heute sein. Das soll das ganze Ding nur mal weiterfahren. Ich habe mir aufgeschrieben, wir brauchen neue Züge. Wir klonen die einfach und zwar, wir brauchen einen neuen Franz. Franz ist, Kaiser Franz ist der hier. Drei Stück sind unterwegs. Das Ding wirft ein Geld ab. Da wird mir ganz Angst und Bange. Ich weiß nicht, wie ich das ausgeben soll. Und ich habe Angst vor meiner Steuererklärung. Also, ja, wir brauchen auf jeden Fall einen weiteren Zug. Das Ding ist wirklich sehr beliebt. Also bisschen beliebt ist er schon. Zumindest hier im oberen Bereich, im nördlichen Bereich. Wie schaut es hier aus? Auch hier recht beliebt. Runter nach Baton Rouge nicht so sehr. Also, ja, hier sind wir. Kommt vielleicht noch. Was bauen die denn da hier? Diese komische Biegung hier. Hier können sie einen Central Park reinbauen. Na gut, also wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Franz. Und kaufen den einfach neu, klonen den einfach. Also, man muss natürlich gucken, wo die jetzt gerade alle stecken. Leutchen, wo steckt ihr? Wollen wir das in Erfahrung bringen? Wäre vielleicht nicht schlecht. Einer ist in der Mitte. Ist auch in der Mitte. Und der ist unten. Ja, hier müsste ein Depot sein. Ach, nee, dann. Ich klone den nicht. Ich kaufe den hier neu. Dann müsste das für den Takt einigermaßen hinkommen. 95 haben die hier Kapazität. Wir haben die Orangen. Also 95, okay. Franz 4. Franz der Vierte gibt Gas. Ja, komm. Zeig dich, mein Freund. Ah, da kommt er an. Perlmuttfarben mit Flügeln vorne drauf. Ach, so ein lieber Kerl, wirklich. Pfeifen kann er auch. Beruhigend. Oh! Leute! Eine Stolperfalle für meinen Franz. Das wollen wir natürlich nicht so lassen. Das werde ich schnell noch ändern. Sobald er abgedampft ist. Ich habe es scheuern gehört gerade. Aufpassen, dass der Radreifen nicht abfällt, oder wie war das? Haben die Radreifen? Oh. So. Ja, steht aber wirklich denkbar bescheuert hier rum, dieses Depot. Das wollen wir anders machen. Stellen wir uns mal lieber auf eine
gerade auf eine ebene Fläche. Ja, Form schön. Also, wir können ja gleich ein paar Doppel... Ah, was? Also, jetzt haben wir wieder dieses Steigungsproblem. Nee, da mag er nicht. Da muss er erstmal die blöde Steigung überwinden. Bevor wir Doppelkreuzungsweichen ranbasteln können. So, in dieser Art. Ja, wunderbar. Ausgezeichnet. Jetzt bin ich sehr zufrieden damit. Okay. Los geht's. Franz, hau rein. Ja, und wir brauchen noch einen Wilhelm. Oh Mann, wo war der? Wilhelm. So, ja, Wilhelm war hier. Das ist der neue Zug. Oh, mit dem könnten wir eigentlich jetzt mal mitfahren. Oder wenn wir Wilhelm 2 dann haben. Wilhelm den zweiten. Ja, das ist dieser hier. Oh, was ist denn hier los? So viele Verluste, weg damit. Will ich nicht sehen. Da ist er. Da fährt er. Der Kollege Wilhelm müsste auch einigermaßen besetzt sein. Jo, einigermaßen. Der Tag könnte etwas besser sein. Jetzt ist ja gerade hier irgendwo in der Mitte unterwegs. Dann können wir gucken, ob wir hier gerade ein Depot noch haben. Nee, haben wir nicht. Bedauerlich. Sehr bedauerlich. Gna. Na gut, dann machen wir das. Den Wilhelm. Lassen wir uns den raus, sobald er wieder abgezogen ist, in die andere Richtung. Und ja, da könnten wir eigentlich auch mitfahren. Okay, bis dahin, wir wollen diesmal noch eine Ziegelstrecke bauen. Das ist was Kleineres eigentlich. Das ist jetzt keine Hochgeschwindigkeitsstrecke. Nee, ist es nicht. Ja, Bahnhof haben wir hier schon. Wir holen hier Steine ab und packen die hier in das Ziegelwerk rein. Theoretisch wird sich denn hier eine Kreuzung ergeben. Diese Linie hier soll ja noch weiterführen, also diese, die hier kommt, mit dem Pioneer Zephyr, der soll noch hier weiter nach rechts führen. Und dann müssen wir irgendwie gucken, wie wir das hier übereinander kreuzfahren lassen. Ach nee, mein Gott! Ich war ja eigentlich schon viel weiter, das ist eine Überlegung, die habe ich schon längst angestellt gehabt. Oh Mann, ja, der Güterzug soll hier anhalten und wir lassen den Rest dann mit LKWs daher schaffen. Darüber. Und dann auf dem Rückweg können sie gleich die Ziegel mitnehmen und hier abwerfen. Ja, ich würde sagen, bauen wir auch eine schöne Umgehungsstraße oder sowas. Dann würde ich dieses Straßendepot umsetzen. Ja, dann kann der hier... Oh, was machen die denn hier? Hier so rumfahren. Ja, das sieht gut aus. Okay, behalten wir mal den Zug hier im Auge, den Wilhelm. Dass der sich da nicht vom Acker macht. Und fangen hier mit diesen erfreulichen Umbauten an. So. Eine schön gebogene Umgehungsstraße. Das stelle ich mir aber eigentlich anders vor. So. Das wollen wir eigentlich nicht. Das machen wir besser hier. So, biegen wir das so ein bisschen, packen wir so ein bisschen in die Biegung hier rein, dass sie dann da nicht so 90 Grad mäßig abbiegen müssen. Und hier können wir auch gleich die richtige Straße rausmachen. Gut, also dann brauchen wir hier noch einen... Oje, oje, oje. Das könnte knapp werden hier mit dieser Plattform hier. Wenn der Zug daherkommt und seine 200 Ziegelsteine hier runterwirft, dann wird das Ding ja nicht ausreichen, fürchte ich. Na gut, lassen wir mal die Sorge der Zukunft sein. Ist immer schön, es auf die Zukunft zu verschieben. Und sich nicht gleich drum zu kümmern. Ärgervermeidung. So, das müsste... Okay, da geht schon nicht weiter. Das müsste für den Anfang erstmal ausreichen.
Wäre natürlich vielleicht nicht schlecht, hier einen weiteren Straßenzugang zu haben. Ich glaube, das kann man, glaube ich, gerade vergessen. Na gut, wir werden sehen. Mal gucken, wie die LKWs dann hier klarkommen. Ob die hier gut rauskommen oder nicht. Man wird sehen. Oh! Stopp, Willem. Gott, ist der schnell. Ist der schon auf dem Rückweg? Oh, ich Trottel habe vergessen, die Linie weiterzuführen. Upsi. So. Wo sind wir? Milwaukee. Da geht es natürlich weiter. Mensch. Okay, hier haben wir schon ein Problem. Kann nicht verwunden werden. Ja, das wird sich schon rausstellen, hoffentlich. Achso, kein Weg elektrisch. Uiuiui. Fehlt es mal wieder irgendwo, Irgendwo fehlt es wieder. Ach Gott, ja, diese Strecke hier, da fehlt's. Klar, da ist er bisher bloß in Dampflok unterwegs gewesen. Die braucht das nicht. Oh je, das sieht ja blöd aus. Was habe ich denn hier wieder gemacht? Oh, streckenweise mit Oberleitung, streckenweise ohne. Na gut, okay, hier fehlt's auch. Okay, na gut, aber jetzt müsste es ja eigentlich funktionieren. Was los? Kein Weg elektrisch. Och Mensch, Wilhelm. Ja, lass wir den mal umdrehen. Klappt's jetzt? Klappt. Okay. Also Wilhelm ist unterwegs, zwar auf dem falschen Gleis, aber auf dem Rückweg kann er das dann vielleicht finden. Okay, da war er eben schon. Ist auch voll, der arme Kerl. Ui. Ui, 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 ui. Ja, ist einiges los. Okay, zurück zu unserer Linie hier. Unsere Ziegellinie. Habe ich die jetzt schon gemacht? Nee, habe ich noch nicht gemacht. Ja, und auf dem Rückweg muss er dann eben durch den Ort fahren. Hier ist gut. Lieber wäre es mehr auf dieser Seite. Dann könnte er hier entlang fahren und müsste nicht durch den Ort fahren, um zurückzukommen. Ja, hier reicht's auch. Okay, mal gucken, wie er das macht. Aha, falsch, falsch rum. Ach so, was? Was hast denn du für einen Schrott zusammen? Jetzt fährt er da zurück, das ist nicht zu fassen. Nicht zu fassen. Na gut, helfe ihm auf die Sprünge. Hä? Ach so, ups, ist ja kein Zug. Ist kein Zug. Okay, mal schauen, ob es jetzt besser klappt. Fahr doch einfach da entlang. In welcher Welt ist es? Oh. Ach so. Obala, das ist die falsche Seite. Der Fehler liegt bei mir. Entschuldigung. Alles falsch. Oh, hier ist besser. Ja, jetzt passt's. Okay. Ja. Das ist geschafft. Oh, apropos Chesapeake, Mini-Fun-Fact, habe ich heute gelesen, dass die Enkelin von, oh, da hinten fährt er jetzt gerade ein, dass die Enkelin von John F. Kennedy ertrunken ist in der Chesapeake Bay. So, jetzt müssen wir aber schnell beeilen mit dem, halt, stopp mal, stopp mal, stopp mal, mit dem Zug, wir klonen den jetzt. Ja, alles klonen. Okay, da steckt er. Wilhelm der Zweite, mach keinen Ärger. Warte auf freie Wege.
Hä? Worauf wartest du? Da ist nur ein einziger Zug. Oh, habe ich da keine Signale gesetzt? Ja, ist schon komisch mit den Kennedys. Da lastet ja ein Fluch auf dieser Familie. JFK wurde erschossen. Sein Bruder Robert ist 5 Jahre später irgendwie auch umgekommen, Attentat oder irgendwas. Dann, ich glaube, in den 90ern oder 2008 irgendwie sowas, also noch nicht allzu lange her, ist auch ein Familienmitglied irgendwie umgekommen. Und jetzt die Enkelin von JFK und ihr Sohn, ihr Kleiner, die sind jetzt auf die Chesapeake Bay mit einem Kanu rausgefahren und wohl abgetrieben und später tot gefunden worden. Und ja, ich hatte vorher, vor Transport Fever 2, den Namen Chesapeake noch nie gehört, aber jetzt fiel es mir sofort ein. Die verfluchte Stadt Chesapeake. Wo willst du? Ah, passt. Ja, bei uns, unsere Stadt ist natürlich ohne Fluch. Willst du nicht anhalten? Ich würde doch bitte sagen. Ja, du! Ihr. Ihr seid unmöglich. Jetzt fährt er auch noch aufs falsche. Achso, nee, oder? Passt an sich. Fahr jetzt zurück und du halt mal an. Was ist denn mit dem Pioneer Zephyr, dass da so wenig los ist? Oh, ist ja bedauerlich und ärgerlich. Oha. Jetzt bin ich ein bisschen besorgt, dass meine neue Linie hier dem Pioneer Zephyr hier seine Kundschaft abluchst. Kann sein, dass sie bisher immer darüber gefahren sind, nach Heidelberg mit dem Pioneer Zephyr und hier eingestiegen sind, um dann da hochzukommen. Und jetzt fahren die einfach den direkten Weg. Das ist ja das, was ich zuletzt noch befürchtet hatte. Als ich überlegt habe, ob ich hier eine Querverbindung noch machen soll, dann lasse ich das mal lieber. Ja, weil wir konnten hier auch mal mitfahren eben. Die neue Strecke erkunden. Ja, unser zukünftiger Steinbruch da drüben schließen wir auch gleich noch an. Ja, mir gefällt die Idee wirklich sehr gut, so eine große, schnelle Lebensader von Nord nach Süd zu haben und dazwischen so kleinere Züge wie diesen hier, die dann das Ganze anbinden noch über verschiedene Ortschaften. Tatsächlich gefällt mir bisher von allen meinen Maps, die ich jemals hatte, glaube ich, diese hier am besten im Sinne von Eisenbahnstrecken und Verteilung von Eisenbahnstrecken. Ich bin da sehr zufrieden bis jetzt. Man lernt ja auch dazu. So, aber jetzt kommt die neue Strecke. Die kennen wir noch nicht. Oh, da kommt der Wilhelm 1 entgegen. Ja, das sah gerade auch nicht so schön aus mit der Straße. Und da haben wir schon Hochhäuser, obwohl die Stadt erst seit gefühlt 10 Minuten angebunden ist. Oh, habe ich vergessen hier einen Anschluss zu machen. Eine Haltestelle zu setzen. Ich glaube. Oh oh. Ich hab's vergessen. Wo wollen wir hin? River Crossing. Ja, da fehlt eine Haltestelle. Peinlich. Doch, nee. Ach nee, ach nee. Warum? Na gut. Irgendwas hat ihm da nicht gepasst. Fahren wir weiter. Ja, da vorne geht es dann in den Berg. Das ist ja ein relativ langer Tunnel. Leider. Eine Art Basistunnel.
Oh ja. Oh ja, das war ein schönes, ein sehr schönes Panorama hier. Ich bin begeistert. Da fährt auch noch ein Boot. Treibstoff drauf. Schöne 7 Millionen Dollar Brücke hier. Funktioniert und hält. Da fährt der Franz. Oh, auch sehr schön. Ja, die neue Brücke vom letzten Mal, die das Spiel aufgehängt hat. Und das war schon. Endhaltestelle erreicht. Ja, sehr schön. Wunderbar. Was haben wir jetzt hier für einen Takt? 11 Minuten. Ich glaube, wir brauchen noch mehr Wilhelms. Und wir müssen dringend den Pioneer Zephyr unten im Auge behalten, nicht, dass der leer fährt. Oh. Ja, müssen wir mal beobachten, wie sich das verhält. Wenn der zu oft leer fährt, ja, müssen wir mal schauen. Überlegen können wir übrigens auch noch, wie wir hier diese Stadt Burbank hier anschließen wollen. Vielleicht bauen wir den Pioneer Zephyr hier so ein bisschen um, dass der hier runterfährt mit dem Kopfbahnhof und dann so weiterfährt. Weil im Moment ist es ja wirklich bloß, sind es ja bloß zwei Haltestellen. Ja gut, das können wir uns überlegen. Was jetzt so ansteht, ist natürlich hier diese Ziegelstrecke, Steinstrecke hier. Hier ist alles schon fertig, da fehlt uns eigentlich bloß noch der Zug, ja, und die LKWs hier. Machen wir erstmal die LKWs. So, wir fahren durch die Ortschaft, also sollten wir ein bisschen auf die Emissionen achten. 16 Kapazität, das ist... okay, Steine kann der nicht. Alle Güter. Na gut, müssen wir leider den mit 14 nehmen. Ja, na gut, bleibt nichts anderes übrig. Schade. Jeden Scheiß lädt er auf. Brot. Aber keine Steine. Na gut. Gut, dann nehmen wir lieber nicht zu knapp. Haben wir jetzt hier Ziegel? Ja. Okay. Und zu guter Letzt fehlt noch ein Zug. Um, 100 km/h fährt, glaube ich. Was haben wir jetzt? Hat er den hier? Ne, wir haben. Ach, nee, wir haben hier den. 120 fährt er, aber die Waggons fahren nur 100. Ich glaube, welche haben wir rangehängt? Die hier. 110. Der fährt 110. Dann gucken wir, dass wir eine ähnliche Lok finden. 80. Nee. 100. Oh Gott, 188. Das hier wäre vielleicht auch noch was. Ist auch nicht so teuer, oder? Oh, das Ding ist sogar günstiger. Er hat auch ein bisschen mehr Saft. Also das hier hat ein bisschen mehr Saft. Ja, dann weiß ich auch nicht. Elektrische Lokomotive, General Electric auf der Passagierstrecke. Passagierstrecke. Ach, nee, Mensch. Diese Waggons, die wir dem 110. Ja, ich weiß gerade auch nicht. Sollen wir die hier nochmal nehmen? Also eigentlich müssen wir diese hier für den Wilhelm nehmen.
Ja, ich weiß jetzt gerade auch nicht. Ich denke, wir nehmen diese hier nochmal, die ist ein bisschen stärker. Preislich tut sich da nicht viel. Also sie ist wohl nicht geeignet. Die hier ist ein bisschen zu leicht, denke ich. Ja, nehmen wir in Gottes Namen halt nochmal die hier. Gute Leistung hat sie. Das ist schon mal schön. Ja, ich denke 162 Kapazität. Da reicht dann ein Zug, den wir da hin und her schicken. Die Strecke, wobei die Strecke ist nicht so lang. Ist vielleicht ein bisschen viel. Ja, es ist tatsächlich vielleicht ein bisschen viel. Vielleicht schafft das gar nicht, das immer zu füllen, bis er wieder da ist. Lass es mal bei dem hier. Da brauchen wir eigentlich auch nicht so eine starke Lok. Ich werde mich irgendwann entscheiden. Hat auch eine gute Leistung, obwohl das eigentlich eine Passagierlok ist. Ja, man möge mir verzeihen, ich nehme jetzt mal dieses Ding hier. Ist der Steve? Fiel mir gerade auf. Der Steve braucht auch noch eine Linie. Klappt's? Ja, es klappt. Steve zieht los. Ach Gott, jetzt haben wir da gerade ein neues Ding, nicht zu fassen. Wo ist Steve? Wollen wir natürlich auch sehen. Da ist er. Oh ja, die hat irgendwie, die hat was Schickes, diese Lok. Hat Beschleunigungsstreifen da dran, an der Seite. In guten alten Reichsfarben. Rot, schwarz, weiß. Ja, nun gut, Steve. Wir wollten dich Steve nennen. Hiermit sagst du getauft auf den Namen Steve. Vor Gott und der Welt. Die LKWs fahren schon. Dann, der produziert schon. Oh Gott, das ist ja alles schöner, als man sich das vorstellen kann. Unglaublich. Das Ganze kriegt noch eine schöne Farbe. So. Eine moosige Farbe. Jo, das passt alles sehr gut. Wollen wir hier noch auch so eine andere Lok davor hängen? Ich weiß nicht. Ach, wir behalten die jetzt erstmal. Die ist ja schließlich auch so schön dreigliedrig, wie wir gelesen haben. Komplex aus drei Teilen zusammengebaut hier. Hat man auch nicht immer. Ja, liebe Leute, dann lasse ich das mal gut sein für heute. Wir haben wieder einiges geschafft. Mal gucken, was so die Perspektive ist fürs nächste Mal. Mesa Verde anschließen, Erie anschließen vielleicht, Erie oder wie auch man das aussprechen mag. Und was natürlich noch fehlt, sind eigentlich immer noch jede Menge Güter. Also wir haben noch keinen Stahl. Es fehlen noch Waren und Maschinenteile. Was ist das schon? Ich glaube, das war es dann schon. Schade, ist eigentlich. irgendwie ist es wenig. Ja, hier unten Lexington können wir auch noch anschließen. Dann weiß ich auch noch nicht. Keine Ahnung. Schiffe haben wir relativ wenig genutzt bisher. Auch schade. Wie wir es mit denen hier machen könnten, keine Ahnung. Schiff bietet sich nicht so sehr an. Ja, wir werden sehen. Gucken wir mal. Ich bin im Moment jetzt froh, dass jetzt diese gewünschten Verbindungen hier alle schon gut laufen und funktionieren. Gerade die hier rüber, die ich sehr mag. Ja, liebe Leute, lasst euch es gut gehen. Werdet nicht krank. Und wenn ihr schöne Kommentare habt, wie bisher immer, dann immer her damit. Ich freue mich sehr. Auch über Tipps, wenn ich irgendwas falsch mache. Dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Eure Lucida.